Liebe Freunde vom Düsseldorfer Rheinbogen, es gibt aus Köln gute Nachrichten für uns. Wir bekommen Verstärkung für unser Team hier am Düsseldorfer Rheinbogen. Ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen bei uns, Magdalena Overberg, die als Pastoralassistentin unser Team hier ab 1. September verstärken wird. Liebe Magdalena, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen so über dich. Wo kommst du her? Was machst du? Ja, gerne. Danke für das Willkommen. Ich bin 25 Jahre alt. Ich habe das letzte Jahr in Gerresheim verbracht, also auch in Düsseldorf. Da habe ich angefangen mit der Arbeit als Pastoralassistentin. Davor habe ich Theologie studiert in Münster und geboren und aufgewachsen bin ich in Kerpen im Rhein-Erft-Kreis. Und jetzt hat es mich nach Düsseldorf verschlagen seit letztem Jahr. Worüber wir uns sehr freuen, schon im letzten Jahr nach Gerresheim, das heißt Pastoralassistentin. So ein Begriff, den vielleicht manche nicht kennen. Was genau heißt das, Pastoralassistentin? Ja, Pastoralassistentin heißt so ein bisschen was wie Pastoralreferentin, aber noch nicht richtig, sondern noch in Ausbildung. Das heißt, ich muss zwischendurch mal Ausbildungsveranstaltungen machen, dann muss ich irgendwie nach Köln oder nach Beetzberg fahren. Ich muss auch hier noch eine Hausarbeit schreiben und eine Analyse über den Rheinbogen schreiben und eine Prüfung machen, wo dann jemand kommt und mal guckt, wie ich das dann so mache. Also eine Analyse über den Rheinbogen, wir müssen uns gut verhalten, das muss gut zeigen. Na, ich soll das so schreiben, ja, wie es ist. Das soll so sein, natürlich. Und auch wir sind alle Lernende. Auch als Pfarrer ist man ja nicht ausgelernt, sondern so ist es zumindest mir hier gegangen, dass es ganz viele gute Dinge hier kennenzulernen gab. Und das wünsche ich auch dir. Gibt es etwas, worauf du dich vielleicht besonders freust oder was du vielleicht auch neben dem Beruf als Hobby oder als Schwerpunkt hast, was so dein Herzensanliegen ist? Also ich freue mich hier ganz besonders darauf, wenn es jetzt endlich losgeht, hoffentlich mit nicht ganz so vielen Corona-Einschränkungen, dass ich ja auch wirklich erstmal alle kennenlernen kann und irgendwie ja, den ganzen Rheinbogen wirklich kennenlernen kann und nicht nur irgendwie auf irgendwelchen Kacheln. Darauf freue ich mich am meisten. Ich musste ja auch unter Corona-Bedingungen hier starten. Herzliche Einladung deswegen, das ist meine Erfahrung. Einfach, wenn ihr Magdalena Overberg demnächst seht, sie anzusprechen, denn ihr kennt jetzt mich im dein Video, Gesicht, ja, aber es ist umgekehrt ja immer, auch wenn man ankommen will, nicht so ganz einfach dann die ganzen Leute kennenzulernen. Einfach Mut haben, einfach ansprechen. Das habe ich hier sehr geschätzt am Rheinbogen, dass die Leute da eigentlich sehr zugänglich sind. Ja, wir wünschen einen guten Start. Wir heißen dich jetzt gleich bei unserem Team willkommen. Meine Einladung an euch alle auch, nehmt die Frau Overberg mit offenen Armen, mit offenen Herzen auf. 25 Jahre alt. Genau. Also ganz jung, ganz viele junge Ideen, die wir gut hier gebrauchen können, denn wir sind auch, glaube ich, kann man sagen, ein junges Team mit vielen Ideen, die wir mit euch gemeinsam teilen möchten. Falls ihr einen Willkommensgruß habt oder eine gute Idee, könnt ihr sie unter diesem Video teilen und einfach anfügen. Darüber würden wir beide und das ganze Team uns sehr freuen. In dem Sinne, tschüss und alles Gute, auf bald. Bis bald.